Schon relativ früh, als Corona da war, war klar, dass sich das auch für uns auf die Arbeit auswirken wird. Unklar war am Anfang, in welchem Umfang, in welcher Tragweite das Ganze sein wird. Wir haben kurzzeitig die Einrichtung geschlossen. Ganz am Anfang war kurz die Überlegung, wie das überhaupt weitergehen kann in diesem Haus. Und nach ein paar Wochen haben wir aber dann festgestellt, wir müssen und sollen und letztlich ganz dringend notwendig, das Haus wieder zu öffnen für die Familien. Denn die haben uns zurückgemeldet, wie dringend sie uns brauchen. Mein Name ist Christina. Mein Sohn heißt Tim. Er ist 7 Jahre alt und hat einen seltenen Gendefekt. Im April haben wir den Aufenthalt abgesagt. Wir wollten über Ostern ins Balthasar fahren. Und Ostern ist schon hier immer eine sehr besondere Stimmung. Und hier im Garten Ostereier suchen. Ja, und das war dann schon sehr schade. Wir waren sehr traurig. Wir waren im Juni, waren wir hier. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Man hat so fast zum Schluss die Tage gezählt. Es war dann auch eine lange Durchstrecke. Von Dezember 19 waren wir das letzte Mal im Balthasar und bis Juni war dann schon sehr lang. Man war schon in der Lockdown-Phase, war man doch sehr eingeschränkt zu Hause zu sein, die ganze Zeit so ein bisschen wie gefangen. Auch die Versorger, Beatmungsschläuche, Kanülen, man wurde nicht mehr richtig beliefert. Auch jetzt wird man noch nicht richtig beliefert. Und das ist schon schlimm. Da Tim ein Risikopatient ist, müssen wir schon sehr viel aufpassen auf ihn. Auch was den Bekanntenkreis angeht, dass man nicht so Besuch empfangen kann daheim wie andere Leute und andere Familien, die da nicht drauf aufpassen müssen. Ja, hi, ich bin Marius Ebel. Ich komme aus Neurath, das liegt in der Nähe von Neuss und ich bin an Muskeldystrophie Duchenne erkrankt. Ja, durch Corona kann ich Konzerte nicht mehr besuchen und auch nicht mehr ins Kino gehen. Das geht leider nicht und es ist schon, was mir fehlt. Corona ist für mich schon ein Einschnitt ins Leben, weil ich weniger unternehmen kann und vorsichtiger sein muss. Ich bin wirklich darum bitten, immer die Maske zu tragen, um einfach andere nicht zu gefährden. Genau. Und nicht nur die, die eine Behinderung haben, sondern auch generell Menschen. Es ist vieles anders für uns in diesem Jahr, weil die Rahmenbedingungen andere sind. Es fängt schon damit an, dass wir Familien absagen mussten, die gerne mit Geschwisterkindern gekommen wären, weil wir ja nicht so viele Menschen in dem Raum verteilt haben können. Und das ist für die Eltern sehr, sehr schwierig. Also Einschränkungen gibt es auch im Umgang mit den Gästen und mit den Eltern der Gäste, weil wir ja halt im Umgang die ganze Zeit den Mundschutz tragen und dadurch geht etwas von der Mimik verloren, die ja eigentlich zu dem Gesamtbild und zu dem Eindruck der Reaktionen meines Gegenübers gehören. Und das macht Gespräche auch sehr schwierig. Es ist schwierig für Kinder mit der Kommunikation, die zum Beispiel nicht hören können und eigentlich ihrer Pflegeperson Worte von den Lippen ablesen und die darauf angewiesen sind, auch den Mund zu sehen. Für die Eltern ist es trotzdem eine große Hilfe, hier zu sein, weil wir ihnen die Pflege abnehmen, die sie sonst 24 Stunden zu Hause oft ganz alleine leisten müssen und sie diese Hilfe sehr, sehr gerne in Anspruch nehmen. Sei es, um auszuschlafen oder um spazieren zu gehen. All diese kleinen Dinge, die für viele Menschen selbstverständlich sind, sind ja für unsere Eltern nicht selbstverständlich. Und von daher sind die natürlich froh, dass sie diese Zeit bei uns hier im Haus verbringen können. Corona und die damit einhergehenden Maßnahmen haben uns natürlich schon vor eine sehr große Aufgabe gestellt. Trauerbegleitung erfordert natürlich auch ganz viel Nähe, körperliche Nähe und Dasein und Aushalten und das erschwert Corona natürlich enorm. Und ich denke auch, dass unser Ort hier nochmal ein anderer Anlaufpunkt geworden ist, gerade weil unter den Corona-Maßnahmen und auch unter dem Lockdown viele Abschiedsfeiern, viele Trauermöglichkeiten gar keinen Bestand mehr haben durften und wir dann ein noch viel wichtigerer Ort wurden, um Abschied nehmen zu können. Und da war die körperliche Nähe gar nicht mehr ausschlaggebend, sondern einfach dieser Ort, wo man verstanden, unterstützt und begleitet wird.
Ich denke, Corona hat uns wirklich dazu gebracht, dass wir gewachsen sind als Team, aber auch als Haus. Anfangs haben wir natürlich gedacht, dass unsere Angebote und Trauerbegleitung ohne Abstand, ohne Nähe gar nicht möglich sind. Aber wir sind kreativ geworden und so wie wir die Angebote jetzt ausüben, bekommen wir auch zurückgemeldet, dass sie gut tun und die Eltern davon ganz viel mitnehmen und profitieren. Wir machen uns Sorgen, was die Spenden anbelangt. Wir haben vor einiger Zeit das schon öffentlich auch sehr deutlich gesagt, dass wir uns darüber Sorgen machen und dass wir merken, dass die Spenden deutlich einbrechen. Man kann sich das auch vorstellen. Viele Aktionen, die für Balthasar geplant waren, in den Schulen, Sponsorenläufe, all das, was gedacht war an Firmenfeiern, an Privatfeiern, all das wurde abgesagt durch Corona. Und deshalb kommt das Geld schlichtweg nicht mehr rein. Es gibt ganz viele kreative Ideen, da freuen wir uns sehr drüber. Auch Ideen, die wir bisher so nicht kannten, dass doch die eine oder andere Aktion stattfinden kann. Aber trotzdem bleibt es dabei. Ein Haus, was zu 50% über Spenden finanziert wird, kann und muss sich zu der jetzigen Zeit darüber Sorgen machen.